Hallo zurück hier zu Tomb Raider 3 Lost Artifact. Hier schlafen mit den Fischen. Wobei schlafen tun wir hier eigentlich nicht. Sondern wir sind hier ganz aktiv dabei. Ja, irgendwie weiterzufinden. Ich vermute hier unten oder hier ist irgendwo. Ich wollte sagen, was ist da denn? Aber das ist dieser komische Fisch. Dass hier irgendwo noch was ist. Ein Schalter oder keine Ahnung, den ich bisher übersehen habe. Und ja, das heißt, den müssen wir jetzt erstmal finden. Ich meine, hier sind diverse Türen, die irgendwie theoretisch aufgehen könnten. Hier rechts haben wir ein Geheimnis gefunden. Auch halt so geil, ne? Angeblich gibt es hier gar keine Geheimnisse. Und wir haben jetzt in diesem Level irgendwie schon zwei Stück gefunden. Ich glaube, ich sterbe gleich. Ich lade gleich einfach nochmal den Spielstand. Aber wo ist denn hier was? Ich meine, hier konnte man ja auch irgendwie lang. Aber da waren wir ja schon, ne? Nee, halt, das ist falsch. Oder habe ich irgendwie auf dem Weg hierher vielleicht doch noch irgendwas übersehen? Hier nochmal, ob ich hier noch. Nee, hier komme ich gar nicht mehr hin. Okay. Das heißt, es muss hier irgendwo sein. Aber war doch hier oben noch mehr. Ich habe es halt einfach nicht gecheckt. Hier haben wir einmal Harpunen gefunden. Das ist gut. Ist vielleicht irgendwo noch ein Geheimgang. Außer dem, den wir schon entdeckt haben. Ich kann mal gucken, ob hier vielleicht noch irgendwas anderes ist. Aber dadurch, dass hier ein Geheimnis war, werde ich jetzt nicht nehmen können, beziehungsweise behalten können, weil wir sterben jetzt. Wo sind wir? Was sollen wir hier tun? Habe ich vielleicht im vorigen Abschnitt sozusagen irgendwas übersehen? Ich will jetzt hier auch nicht die ganze Zeit nur rumschwimmen. Ohne irgendwas Gescheites machen zu können. Oder kann man hier irgendwas. Nee, ich habe ja sonst auch nichts dabei, ne? Kann der Kollege uns hier nicht mal aufmachen, die Tür? Ich meine, wir sind eine nette Frau. Er sollte doch auch Interesse daran haben. Das Teil geht auf jeden Fall noch auf. Ich habe irgendwie die böse Befürchtung, dass ich im vorigen Bereich irgendwie was übersehen habe. Ich weiß hier einen Hebel, den ich einfach erfolgreich übersehe. Ja, das erste Mal. Hier irgendwo vielleicht. Ach Mensch. Ich gehe nochmal in den Ecken überall. Aber hier ist doch nichts. Und wenn hier Hebel wären, dann sollten die ja an diesen Säulen hier, an diesen Gebäude dran sein, oder? Da kann doch hier vielleicht irgendwo ein Hebel, den ich. Ich meine, ich kann ja auch nicht aus dem Wasser raus, wenn ich das würde. Das ist ja der Raum, glaube ich, hier, wo der Typ drin steht. Ja, hey. Guck mal, jetzt hat er was geöffnet. Okay, das heißt, der musste mich scheinbar entdecken oder wahrnehmen, sagen wir es mal so. Gucken wir jetzt mal, ob die Tür da jetzt geöffnet ist. Es klang ja zumindest so, dass sich da jetzt irgendwas geöffnet hat. Ich hoffe, dass es diese Tür hier ist. Ja, sehr gut. Okay, das wusste ich jetzt nicht, dass es so funktioniert, aber umso besser. Er was für uns? Nein. Okay, hier ist ein Knopf. Ach, guck mal, hier liegen auf jeden Fall Sachen. Dieser Alarm nervt ein bisschen. Dezent. So, haben wir hier noch mehr? Pfeile, wieso liegen die hier einfach in der Gegend rum? So, welche Tür hat sich denn da jetzt geöffnet? Ist es hier links die. Ah ja, perfekt. Ja, cool. Die beiden drücke ich jetzt mal noch nicht. Ich will erstmal hier weiter gucken, was hier noch so ist. Hier scheine ich runter zu rutschen. Wir sind ja da, wo wir einmal diese Kiste, bevor wir überhaupt generell ins Wasser gegangen sind, da war ja noch ein Bereich, wo auch ein Typ rumlief, wo auch irgendwie noch ein großes Medipack irgendwo rumlag und so weiter.
Ich glaube, da sind wir gar nicht mehr hingekommen, ne? Ich vermute mal, dass das vielleicht auch noch irgendwie ein Geheimnis war. Ein Geheimnis, was hier nicht sein darf. Okay, einmal Fischi entlassen oder freigelassen. Okay, da ist irgendwas drin. Die Frage ist, lohnt sich das da jetzt, das rauszuholen? Ich meine, wir können es ja mal testen. Ich denke mal, die Bude hier bleibt ja offen. Wir können ja einfach mal gucken, was dort ist, ob sich die, ob sich das lohnt. Ich nehme mal vorsichtshalber eine Harpune. Eigentlich will ich halt versuchen, an diesen Viechern vorbeizuschwimmen. Dass wir uns gar nicht mit denen auseinandersetzen müssen. Aber wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin ja völlig falsch. Ach, hier liegt was. Das brauchen wir scheinbar. Oha, wo führt das denn hier hin? Okay. Alter, was ist denn das hier für ein abgefahrenes Level, sag mal? Das wird ja immer kloppter hier. Da läuft noch so ein Hansel, der mich gerade noch nicht entdeckt hat. Ach, guck mal, der Kollege hier, der Fisch. Ah, es sind sogar beide hier. Wenn die Fischis hier schon herkommen, das ist natürlich super. Weil, dann bräuchte ich die im Wasser nicht töten. Halt, ich muss mal eben hier. Ich habe auch nicht die richtigen Waffen. Oh, der Blödmann. Naja, zumindest hat er mir ein Medipack zurückgegeben. Achso, der ist. Ich wollte gerade sagen, wie ist denn der hier durch das Glas durchgekommen? Alter, was ist denn das? Also dieses Level hier. Ich meine, irgendwie wird das jetzt zum Ende hin Mutanten. Sample, also Probe. Ja. Wir müssen aber ja auch noch. So, aber hier kann ich ja theoretisch hoch. Das ist alles schön und gut. Gucken wir mal ganz kurz. Da kann ich jetzt wahrscheinlich einfach nur auf die andere Seite rüber, ne? Ach ne, da liegt noch eine Rakete. Und ja, genau, die haben wir doch gesehen, glaube ich. Frage ist, wie komme ich da jetzt am besten hin? Ach, warte mal, hier oben. Und da muss ich ja auch noch auf die, auf die andere Seite, wo der andere Fisch rauskam. Das war ja auch, da muss ich ja auch noch irgendwie vorbei. Kann ich hier so durch irgendwie? Kriechen vielleicht? Nee. Tja. Was auch immer das jetzt hier soll. Wie komme ich denn zur Rakete hin? Das wüsste ich ganz gerne. Ich meine, da unten sollte ich mal lieber nicht hinfallen. Oder ist das hier so eine Hangel? Nee. Wahrscheinlich kann ich hier so schräg irgendwie hinspringen. Im richtigen Winkel. Also ich muss sagen, jetzt wird das Level irgendwie dann doch ganz cool. Also eben habe ich noch so gedacht... Oh, nee, das wollte ich nicht. Ich habe vergessen zu springen. Eben habe ich noch gedacht so...
weiß ich nicht, irgendwie ungeil. Aber jetzt muss ich sagen, auch mit diesen etwas abgefahrenen Viechern dort. Ach, guck mal, da oben war das, wo wir gewesen sind. Wo wir die beiden Räder gedreht haben, um eben den Zugang zu diesen beiden Fischis mit diesen Mutanten-Dingern. Ich wüsste jetzt halt gerne, wo das noch hinführt. Müssen wir mal kurz drauf achten. Hier links geht es ja noch rein. Müssen wir gleich mal gucken. Ist hier oben noch was? Ich meine, auf der anderen Seite war nichts, aber der Vollständigkeit halber gucken wir auch hier noch mal. Aha. Da kann ich wahrscheinlich hinspringen. Ich meine, eigentlich bin ich jetzt bei der Waffe nicht so unbedingt so scharf drauf, dass wir da alles irgendwie haben. Aber was wir haben, das haben wir. Ach, guck mal, da kann man schon auch noch hin. Oder? Probieren wir es einfach mal. Viel speichern wieder, es tut mir sehr leid. Oh, okay, das geht nicht. Huch, sie fällt. Warte, was ist da unten denn? Da liegt was. Warte mal. War das ein Artefakt? Moment, das müssen wir uns mal angucken. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Momentchen mal. Wahrscheinlich füllt sich das nachher auch hier alles mit Wasser, ne? Das kann man von hier aus nicht sehen. Ja, das könnte aus dem Dingsbums das Artefakt sein. Guck mal, da kann man gar nicht weiter hin, okay. Aus dem Boah, ich muss mal ganz kurz hier was nee, wir holen jetzt erstmal von dem zweiten Fisch das Probe, also da, wo der zweite Fisch rauskam. Vom Titelbild, da ist ja auch so eine, wie so eine Hand, was aber auch vom Leuchten her genauso aussieht wie eben die Artefakte, die wir geholt hatten. Im dritten Teil, also im Hauptteil. Ah, ich hätte vielleicht erst hier rein schwimmen sollen. So, ich denke mal, das eine Medipack da unten, das können wir verschmerzen. Sonst müsste ich jetzt mal wieder in den Raum da zurück, wo der Typ vorhin gestanden hat. Wir gehen jetzt einfach wieder hier zurück. Wir haben jetzt zwei so komische Proben von irgendwelchen Mutanten. Wahrscheinlich den beiden Kollegen, die hier oben in diesem Ding da schwimmen. Ja. Hübsch. Hübsch und interessant. So, speichern. Ach, hier kann man laufen. Okay, ich habe eben gedacht, hier rutscht man. Oh nein. Ich habe irgendwie eine ganz böse Befürchtung. Müssen wir irgendwie gleich gegen diese komischen Viecher hier kämpfen. Erstmal gucken, scheinbar kann man die Kisten hier schieben. Ach, guck mal, da ist auch noch ein Raum. Da ist ein. Oh, ein Delfin. Glaube ich zumindest, dass es einer ist. Ja, sehr schön. Uzi-Munition. Ich habe aber immer noch keine Desert Eagle. Ich denke mal, die habe ich auch hier inzwischen irgendwo übersehen, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass. Ach, guck mal, der sieht ja nett aus. Hallo. Oder ist jetzt hier hinter einfach nur die zweite Maschine, wo wir die andere Probe einsetzen müssen? Ja. Ach, ich habe irgendwie die blöde Befürchtung. Ich hätte vielleicht auch gerade mal nochmal speichern sollen. Ah, jetzt ist da Wasser drin. Okay.
Ich speichere hier einfach nochmal. Ich kann mir vorstellen, dass bei dem Delfin noch ein Geheimnis oder sowas ist. Ich wüsste auch echt gerne, wie wir zu dem noch hinkommen. Also, dass wir schon ein paar Sachen übersehen haben, ist ganz klar. Steht außer Frage. Bevor wir uns aber dieses Artefakt oder was es ist schnappen, gucken wir nochmal hier, weil hier geht's ja. Oh, hier ist auch irgendwas, was hier schwimmt. Ja, das ist der Delfin. Okay, wir nehmen uns das Ding hier einfach mal. Vielleicht ist das ja auch. Ah, jetzt geht das Teil auf. Ist das ein Delfin? Ist der nett? Ja. Das ist wie bei den Orcas. Voll schön. Der arme Kerl. Komm mit mir, Blippi. Bring uns hier raus. Hoffe ich. Oh. Nee, folgt mir lieber nicht. Hier sind böse Viecher. Kann ich hier raus? Ja. Ach Gott, Kerle. Wow, wo sind wir hier denn? Das sieht aber abgefahren aus. Nicht laden. Haben wir schon wieder alles überspeichert oder alles voll gespeichert? Ist ja schlimm. Ach Menno, müssen die immer hier so. Ach Gottchen. Das ist ja cool hier. Head of Rasmore, okay. Die Musik ist schön. Muss ich jetzt zu dem Bötchen da hinten hin? Oder sterbe ich dann? Ah. Sleeping with the Fishes. Okay, ich habe ja zwei Geheimnisse gefunden. Hä, okay. Wie? Können wir jetzt hier nochmal? Hä, wo landen wir denn jetzt? Ach, krass. Das heißt, wir haben jetzt noch mal hier alle Bereiche sozusagen, in denen wir, ich sag mal, also von den Ländern sozusagen, wo wir schon waren. Okay, das ist unser Bötchen, mit dem wir hier angekommen sind, alles klar. Cool. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass das jetzt schon fertig ist, also dass wir jetzt sozusagen durchgespielt haben. Aber dass das jetzt hier noch wirklich auch mit Nevada und Südpazifik und London weitergeht, das habe ich jetzt nicht gedacht. Okay. Das finde ich cool. Wo sind wir denn jetzt hier? It's a madhouse. Ein Irrenhaus. 0 von 3. Mal gucken, ob das so passt. Cool. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das noch so viele Level sind hier in dem. Hä? Was war das denn? Wieso habt ihr den einmal nicht genommen? 20. In den Zusatzteil hier. Aber finde ich ja nett. Finde ich cool. Ja, das sieht hier nach einer ewig langen Treppe aus. Warte mal, dieser Stein. Mist. Das wollte ich nicht. Da hinten so in der Entfernung die Skyline, obwohl wir hier eigentlich gerade Südpazifik sind. Nee, ich habe eben gedacht, ist da vielleicht ein Stein, den man bewegen kann. Ich will nochmal eben hier oben gucken, ob hier wenn man jetzt theoretisch rückwärts irgendwie springt. Keine Ahnung, wir klettern da jetzt einfach mal hoch. Ich frage mich, ob das hier alles so richtig ist, dass wir die Weltkugel da haben. Ich kann leider nicht garantieren, dass wenn man das jetzt von der CD-ROM spielt, dass das hier alles genauso irgendwie aussieht. So, ich komme hier nicht wirklich.
Autsch. Okay, heißt das, ich hätte hier noch irgendwie einen Hebel oder so finden müssen? Ach, guck mal. Ah, okay, das habe ich nicht geschnallt. Anscheinend hier doch noch irgendwie ein bisschen rumlaufen zu können oder zu müssen. Okay, wie geht's jetzt hier weiter? Ja. Ist hier doch irgendwo noch ein Hebel? Habe ich jetzt irgendwas übersehen hier unten? Muss ich ja. Ich meine, da oben ist ja irgendwie eine so eine Art Gitter oder sowas. Ich meine, ich werde hier immer von der Strömung so ein bisschen wegge. Dingstet. Hä? Sie taucht hier automatisch unter. Das wollte ich gar nicht. Ja, hier komme ich nicht weiter. Scheitert es jetzt hier schon am Anfang? Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Ich meine, hä, wieso kann man da hochklettern, aber da ist ein Gitter halt davor. Und warum kann man... Was denn jetzt hier? Jetzt bin ich im Haus. Ich wollte mal stehen, auch rum. Dann geht's auch nicht weiter. Ach Mensch, ich habe keine Ahnung. Kann ich hier irgendwie hochklettern? Noch einmal. Vielleicht hätte ich aufs Klang müssen und das hat irgendwie geklappt. Keine Ahnung. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Vielleicht kann ich in der Zwischenzeit irgendwie rausfinden, wie es hier weitergeht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann hoffentlich hier beim nächsten Mal wieder bei Tomb Raider Lost Artifact. Bis dann. Ciao.